Bowser's Fury in Mario Maker 2? Moment, ist das der gleiche wie in Bowser's Fury, also der echte Wut-Bowser? Was? Wie bitte? Los geht's mit Super Mario Maker 2, Bowser's Fury? Hä? Oh, was ist denn hier los? Wo bin ich denn? Okay. Soll ich da runtergehen? Keine Ahnung. Wir gehen mal ganz vorsichtig hier runter. Wow! Seht ihr das da im Boden? Das ist ein riesiger Fußabdruck. Von wem könnte das wohl sein? Das muss von einem gewaltigen Monster sein. Hm. Wirklich interessant. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch etwas heraus. Aber komisch, dass es hier regnet und dass sogar Feuer auftaucht. Was hat es wohl damit auf sich? Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch Super Mario gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze. So verpasst ihr keine spannenden, lustigen und lehrreichen Abenteuer mehr. Wow, was ist denn jetzt los? Wow, das ist Bowser's Fury. Ja, etwas abstrakt hier in Super Mario Maker 2, aber schaut mal, seht ihr, das ist sein Maul. Und die Katzenglocke ist sein Auge. Wow, Bowser's Fury in Super Mario Maker 2. Oh weia, wir müssen ihn irgendwie stoppen, aber wie auch. Okay, immer schön langsam. Immer schön langsam. Wir kriegen das schon irgendwie hin. So, einmal hier. Wow, perfekt. Und weiter. Vorsicht. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Trampolin machen soll, aber vielleicht hilft mir das irgendwie weiter. Nee, hier oben auf seinem Kopf kann ich nichts tun. Wir müssen Wut-Bowser irgendwie stoppen. Okay, aber was ist hier zu tun? Oh nein, mein Katzenkostüm. Okay, jetzt ist wieder alles sicher. Hier komme ich erstmal nicht weiter. Ich muss mir irgendetwas ausdenken. Okay, ich glaube, ich hole mir nochmal bei der Katzenglocke das Katzenkostüm. Jetzt bin ich zwar nicht Giga-Katzen-Mario, allerdings Katzen-Mario. Das ist besser als nichts. Achtung. Okay. So, und jetzt nach oben. Schnell. Oh, weia. Oh nein, er hat mich schon wieder erwischt. Wut-Bowser ist viel zu stark. Wie sollen wir ihn bloß stoppen? Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, oder? Okay, noch einmal nach oben. Irgendwo oben ist hier der Schlüssel zum Sieg. Vielleicht mit diesem Block hier. Wir gucken mal, was passiert. Oh nein. Okay, irgendwas passiert jetzt. Hört ihr das auch? Irgendwas geht hier vor sich. Moment. Ich brauche erstmal eine Katzenglocke, bevor es hier zu spät ist. So, Mario, sei ganz vorsichtig. Und geh schnapp. Nochmal nach oben. Bowser, wir stoppen dich. Die Frage ist nur, wie. Sollen wir es nochmal mit diesem Block versuchen? So, 3, 4. Weiter. Okay, mehr ist nicht möglich. Schauen wir mal, was hier. Ah, jetzt ist der Schalter verfügbar. Hier auf den Kopf von Bowser. Von Wut-Bowser. Na warte, nimm das. Ich glaube, wir haben ihn jetzt gestoppt, oder? Es sieht zumindest so aus, denn er kann kein Feuer mehr speien. Vielleicht finden wir jetzt einen Weg hier raus. Vorbei an Bowser. Aber der ist sehr gut nachgebaut worden, das muss ich schon sagen. So, mit dem Katzenkostüm geht es jetzt hier weiter. Oh nö, schön getroffen. Hier nach oben und vorbei an Bowser Fury, an Fury Bowser, an Wut Bowser. Hier das Schwarze, was ihr hier seht, das sind die schwarzen Flecken von Bowser's Fury. Und jetzt geht es hier wohl weiter. Was ist das hier? Sieht sehr eisig aus. Ist das womöglich die Schlitterschanze? Das kann gut sein. Die Schlitterschanze kennen wir auch sehr gut. Okay, aber wir müssen uns beeilen, nicht, dass Wut-Bowser wieder auftaucht. Die Frage ist nur, was hier zu tun ist. Ah, da drüben ist ein Off-Schalter. Okay, schnell aktivieren und dann weiter. Achtung. Ah, ein Propellerblock. Wenn wir diesen hier bekommen, dann ist das ziemlich sicher hier die Schlitterschanze. Denn den Propellerblock gab es auf jeden Fall dort zum ersten Mal. Wobei, zugegeben, das könnte auch die Propellerfestung sein. Aber hier geht es nicht weiter. Wir müssen irgendwo da weiter nach oben.
Vorsicht. Perfekt. Wow. Das ist einfach runtergehauen. Na gut, auf ein neues. So leicht lassen wir uns nicht unterkriegen. Und geschafft. Achtung, ausweichen. Und jetzt hier. Ah, Moment mal. War das... Seht ihr das? Das ist der Panzer von Bowser. Zwar ohne Stacheln, aber wir müssen aufpassen. Nicht, dass er auftaucht. Oh, oh. Seht ihr das? So langsam öffnet sich der Panzer. Ich habe so das Gefühl, dass Bowser gleich auftauchen wird. Dass Wut-Bowser gleich kommen wird. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Wut-Bowser. Wut-Bowser wird auf uns zukommen. Was machen wir jetzt bloß? Hä? Okay, mit dem Schalter kann ich nicht viel ausrichten. Und jetzt geht's hier weiter. Oh, weia, weia, weia. Boah, Kugelwillis. Achtung. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Immer schön vorsichtig sein, Mario. Oh, huiuiui. Das war eine knappe Geschichte. Und jetzt nach oben. Wow, da ist er wieder. Fury Bowser. Wut Bowser ist zurück. Wir brauchen schnell was aus der Katzenglocke. Doch die ist gerade noch verdeckt. Oder, ja, genau. Die konnte man nicht erreichen durch die Eisblöcke. Doch Bowser ist jetzt zurück. Und ihr seht schon, das ist der große Secret Boss. Das bedeutet, das ist Bowser Fury. Fury Bowser mit weißen Haaren. Okay, der ist umso stärker. Wir müssen ihn irgendwie stoppen. Die Frage ist nur, wie? Wow! Können wir jetzt hier weiter? Ja, tatsächlich. Haben wir ihn etwa jetzt schon besiegt? Ich weiß nicht, ob das alles war. Aber wir werden es noch herausfinden. Wow, das war knapp. Jetzt schnell weg. Schnell, schnell weg. So, und jetzt hier. Oh, das ging daneben. Na gut, auf ein neues. So leicht geben wir nicht auf. Hey, ja. So hat das gut funktioniert. Jetzt noch eine Stampfattacke. Und noch holla die Waldfee. Jetzt geht's hier weiter. Oh, Fury Bowser ist zurück, oder? Tatsächlich. Er ist wieder da. Das große Finale. Gegen Wut Bowser. Die Frage ist nur, wie sollen wir ihn stoppen? Überall Stacheln und attackiert uns. Mit Feuerbällen. Oh, Achtung. Schaut mal, der ist mächtig wütend. Seht ihr ihn? Unglaublich. Wow. So, einmal hier hoch. Die Frage ist nur, was können wir hier ausrichten? Gar nichts. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Wir müssen irgendwo anders hin. Oh, nee. Zurück auf die Plattform. Ah, da oben. Da oben ist ein Schalter. Okay, der Schalter wird uns vielleicht zum Sieg verhelfen gegen Wut Bowser. Mario, du musst dranbleiben. Hier in Super Mario Maker 2. Es wird spannend. Und tap. Geschafft. Na, Bowser? Hast du schon genug? Jetzt attackiert er zumindest nicht mehr. Aber wo müssen wir hin? Womöglich hier nach oben. Lasst es uns versuchen. Einmal hier hoch. Und vorbei an Wut Bowser. Vorsicht. Uiuiui. Was war das für eine Platte? Jetzt geht's da rein. Und, haben wir es jetzt geschafft? Noch nicht ganz. Wo geht es jetzt weiter? Es bleibt spannend. Doch, wir haben es jetzt geschafft. Wow. Puh. Wir haben Wut Bowser besiegt. Das war echt nicht einfach. Puh. Also ich muss sagen, normale Level finde ich doch viel, viel besser. Ich möchte lieber der Baumeister sein. Und hier in diesem Level eine schöne Welt kreieren, ohne dass wir es mit Wut Bowser zu tun haben. Denn das war ja wirklich gefährlich. Ey! Habt ihr gesehen, hat mich erwischt? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, die Goombas sind erstmal erledigt. Hä? Was ist das denn für eine Röhre? Naja, gucken wir mal rein. Wow, wow! Ja, 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 ja. Oh. Au. Oh. Ich glaube, die Röhre zu nehmen war keine so gute Idee. Oh. Hä? Wo bin ich? Es regnet schon wieder. Moment. Und alles ist dreidimensional. Gut, dreidimensional war es vorhin auch schon, aber nicht im 2D-Look. Wo sind wir hier? Es regnet schon wieder. Moment. Wird jetzt mein schlimmster Albtraum wahr? Ist das wirklich nochmal das gleiche, was ich gerade in Mario Maker 2 erlebt habe?
Tatsächlich! Fury Bowser! Oh nein, oh nein, oh nein! Kriege ich hier irgendwo eine Katzenglocke? Denn mit Hilfe der Katzenglocke konnte ich ihn ja besiegen. Ich bin einfach irgendeinen Zaun hochgeklettert. Doch, es sieht hier nicht so aus, als gäbe es hier einen Zaun. Oh nein, oh nein, oh nein! Schaut ihn euch an, er sieht gewaltig aus. Oh, es muss hier eine Möglichkeit geben. Ich muss ihn irgendwie stoppen können. Hey, siehst du mich überhaupt? Vorsicht, da oben, da leuchtet etwas. Moment. Achtung. Oh, ja, 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 ja. Boah, das ist ein mieser Angriff. Okay, dann klettern wir nach oben und schnappen uns dieses funkelnde Stück hier. Und tada! Lass den Leuchtturm strahlen. Ein Katzeninsignie. Cool. Damit bringen wir diesen Leuchtturm zum Strahlen. Aber hilft uns das weiter? Ja, tatsächlich. Wut Bowser verschwindet. Ich muss schon sagen, das ist gerade eben ähnlich gewesen in Super Mario Maker 2. Da hatten wir es auch nicht einfach und überall gab es Feuer. Es war eine sehr, sehr harte Herausforderung. Was passiert jetzt hier? Hä? Eine neue Welt wird freigelegt? Ist das etwa wie gerade eben? Moment, aber gerade eben haben wir es doch die ganze Zeit mit Bowser zu tun gehabt, oder täusche ich mich da? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Hey, wer ist denn da unten? Da schreit jemand nach Hilfe. Hey, wer bist du denn? Bist du etwa auch aus Super Mario Maker 2? Nee, Moment mal. Du bist Bowser Jr. Ich erkenne dich doch. Mario, es ist schrecklich. Guck mal. Hep, das ist ja Bowser. Also mein Papa, den kennst du ja. Aber jetzt sieht er ganz anders aus. Und zwar genau so. Er ist wütend geworden. Oh Mann, oh. Was ist denn los? Es scheint, Bowser Jr. ist in Schwierigkeiten. Mario, Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ach ja, und was soll mir das jetzt sagen? Ja, guck doch mal. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Aber er ist so groß und wild. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurückzuverwandeln. Oh Mann, na gut. Ich glaube, ich soll dir helfen, oder? Ja, guck doch mal. Hilf mir. Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten. Aber ich würde alles dafür tun, Papa zu retten. Also, bitte hilf mir, Mario. Ach, na gut, aber nur, wenn du mich dann zurückbringst in Super Mario Maker 2, okay? Okay, kein Problem, denn ich komme auch aus Super Mario Maker 2. Okay, dann versuchen wir doch mal, diesen gigantischen Bowser irgendwie zu stoppen. Da wird es schon eine Möglichkeit geben. Zumindest hoffe ich das. Und irgendwie gibt es hier Goombas, die aussehen wie Katzen. Was ist hier los? Die Samtpfotenküste. Lass den Leuchtturm strahlen. Okay, schauen wir doch mal, ob wir hier noch eine Möglichkeit finden, weiterzukommen. So, ich bin wieder der große Mario. Das ist schön, das ist gut. Oh, nee. Da bin ich jetzt abgestürzt. Alles halb so wild. Ja, aber Bowser Jr., ich meine, wie können wir durch diese komische Röhre aus Super Mario Maker 2 plötzlich hier landen? Hast du eine Idee? Naja, du musst wissen, dass ich das Innere der Röhre mit schwarzer Farbe bemalt habe. Und ich glaube, das hat es zu einem Art, naja, Dimensionsloch gemacht, sodass du jetzt hier gelandet bist. Na toll, das hat mir gerade noch gefehlt. Aber hey, sei doch froh, dann kannst du mir ja helfen. Ja, ich bin super froh darum, dass ich dir jetzt helfen kann. Na, schönen Dank auch. Okay, wir machen das Beste aus der Situation. Lass den Leuchtturm strahlen. Wieder ein Katzeninsignie gefunden. Und tada, da leuchtet dieser Leuchtturm auch schon. Sehr gut. Zwei von diesen Insignien haben wir schon. Aber wir brauchen noch ein paar. Vielleicht sollten wir auch diese komischen Katzenstücke sammeln. Gucken wir doch mal, was es da unten so zu entdecken gibt. Haha, natürlich. Ich kenne die Orte und die Verstecke. Hier ist der nächste Platz, wo es ein Stück gab. Drei fehlen uns noch. Wir haben die letzten zwei eingesammelt. Mal sehen, wo sich diese befinden könnten.
Lalalala, laufen wir mal weiter und schauen uns mal ein wenig um. Hier oben gibt es Münzen. Die nehme ich auch gerne mit. Oh, da hinten. Siehst du das, Bowser Jr.? Da hinten ist nochmal eine Insignie. Und da auch noch. Also ein Katzenstück. So. Jetzt mit einem gezielten Wandsprung müsste ich da oben die nächste holen können. Und ja, das ist kein Problem. Und die letzte ist da oben in diesem kleinen Kabuff, so möchte ich mal sagen. Oh, hoppala. Und geschafft. Tada! Wir haben alle 5 gefunden. 5 Katzen-Insignie-Stücke. Und da wird uns das Ganze gut geschrieben. Der Leuchtturm erstrahlt wieder im vollen Glanze. Sehr gut. Doch, hilft uns das irgendwie weiter? Wie kommen wir bloß zurück? Wir müssen Fury Bowser irgendwie stoppen. Aber solange er nicht da ist, ist ja alles halb so wild. 5 für die Erweckung der Gigaglocke. Hä? Was genau ist das denn, bitteschön? Es scheint, als hätte Bowser Jr. noch mehr zu sagen. Wow, eine Gigaglocke. Über die Dinge habe ich mal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube, der ging so. Wenn das Monster sich erhebt, wird die Gigaglocke ertönen. Oder so ähnlich. Aber erst müssen wir das klebrige Zeug herunterbekommen. Mit mehr Katzeninsignien sollten wir das schaffen. Gut, dann sammeln wir weitere. Wenn du meinst, dass uns das hilft, hier Fury Bowser zu stoppen, sodass wir wieder zurück in unsere, in Anführungszeichen, alte Welt können, also in Super Mario Maker 2, dann wollen wir das doch versuchen. Oben und zack, habe ich schon das erste Stück hier gefunden. Wow, Bullies in Form von Katzen? Ihr seid mir ja lustige Kerlchen. Na gut, euch trickse ich aus. Und hepp, einen wieder runtergeschmissen. 3 haben wir noch vor uns. Das sollte... Ey, Bowser Jr., was machst du denn da? Na gut, dann ebenso. Du bist der Nächste. Und dann haben wir die noch. Die kriegen wir auch noch runter. Na, komm her. Komm her, mein Freund. So, perfekt. Wieder geschafft. Und das bedeutet, dass wir 4 Katzeninsignien besitzen. Wir kommen gut voran, muss ich sagen. Bezwinge die Katzenbullies. Coole Sache. Und auch der Leuchtturm erstrahlt wieder. Und das ist schön. Das ist schön. Vielleicht hilft uns das weiter. Gut. Wo gibt es noch mehr zu entdecken? Da hinten. Oh oh. Was ist denn jetzt los? Regnet es jetzt? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das gibt's ja nicht. Sag mir bitte nicht, dass Fury Bowser jetzt auftauchen wird. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay. Okay. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich muss mich verstecken, ich muss mich verstecken. Da kommt er, da kommt er wieder, da erscheint er wieder. Genauso wie in Super Mario Maker 2. Oh nein, zum Glück besitzt er nicht das weiße Haar, denn dadurch wird er nur noch stärker. Okay, hallo, mein guter Freund. Wir haben dir nichts getan, oder? Okay, okay, was sollen wir bloß tun? Wo ist er denn überhaupt? Irgendwo da hinten versteckt er sich. Vielleicht sollten wir eine Möglichkeit finden, ihn irgendwie zu stoppen. Na gut, erst einmal brauchen wir ein Versteck, damit wir uns im Versteck eine gute Taktik überlegen können. Eine Strategie, um ihn zu stoppen. Komm schnell mit, wir müssen über das Wasser. Schnell hier rüber. Bowser Jr., ich hoffe und denke, dass wir hier sicher sind. Samtpfotenküste. Aber er ist unberechenbar. Oh nein! Jetzt bin ich in diese Lavapfütze getreten. Das gibt es nicht. Was soll ich jetzt bloß tun? Oh, 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 oh. Ich glaube, oh nein, da ist er ja. Was mache ich jetzt bloß? Was mache ich jetzt bloß? Vorsicht! Nein! Verstecken wir uns lieber! Oh, das war ein echt mieser Angriff. Und jetzt? Hey, Bowser, hör auf damit! Was tut er? Verschwindet er etwa? Komisch. Na gut, aber hey, mir kann es recht sein. Wenn er weg ist,
haben wir wenigstens Ruhe. Oh, perfekt, da ist die nächste Insignie. Zerstöre die Wutblöcke. Damit hätten wir 5. Bedeutet das, dass wir jetzt die Gigaglocke erreichen können? Ich bin mir nicht so sicher. Du hast 5 Katzeninsignien gesammelt. Es ertönt eine Nachricht von der Gigaglocke. Wenn das Monster erwacht, so erwache auch ich. Okay, aber noch ist das Monster nicht erwacht. Von daher haben wir, wie es scheint, noch etwas Zeit, um noch ein paar von diesen Symbolen zu sammeln. Ja, nicht nur Symbole, damit meine ich konkret Katzeninsignie und Insignie-Stücke. Jagd auf blaue Münzen. Es scheint, als gäbe es eine neue Aufgabe für uns. Und hepp. Damit hätten wir Nummer 4. Aber eines scheint noch zu fehlen. Wo könnte das bloß sein? Ah, Moment, hier. Hier muss ich mal reinschauen. Okay, einmal da durch. Zack, habe ich meine 5. Tada, 5 Katzeninsignie-Stücke. Die haben wir jetzt vollständig. Und zack, der Leuchtturm strahlt wieder. Klasse Sache. Jagd auf blaue Münzen, das ist etwas, was wir gleich als nächstes angehen können. Lass es uns doch gleich mal versuchen, oder? So, hepp. Und 1, 2, 3, 4. So, 5, 6. Und oh, jetzt bin ich leider abgestürzt. Ah, das wird knapp. Na gut, oh. Ja. Oh, schade. Teppichtörtchen, gleich noch einmal versuchen. Gar nicht so wild. So, okay. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Hier rüber. Dann zack und hier. Oh, hier geht's ja noch weiter. Na gut, Herausforderung angenommen. Zack, 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 schnell hier durch. So, und weg mit dir. Komisches Katzending. So, geschafft. Wieder eine Insignie. Ja, sehr gut. Schnell einsammeln. Tada! Jagd auf blaue Münzen. Sehr gut. Und zack. Er strahlt auch dieser Leuchtturm wieder im vollen Glanze. Doch wir müssen uns beeilen. Ich glaube, Fury Bowser wird ganz bald auftauchen. Lass uns vielleicht noch eine andere Insel erkunden, oder? Hier gibt es doch eine große Auswahl. Da waren wir schon. Da ist die Glocke. Oh, da, hier. Alles in Blau gehüllt. Schauen wir uns doch da mal um. Vielleicht finden wir dort weitere glänzende Stücke. Boing Boing Insel. Na, das sieht mir ja noch eine ganze Menge Spaß aus. Und tap. Einmal hier nach oben. Und hier geht's auch schon weiter. Über die Sprungplatten. Ey, Mario, immer schön festhalten, ja? So, Hallihallo, meine lieben Freunde. So. Vorsicht, hier sind komische Schussblöcke. Schussblockgegner. Keine Ahnung, wie diese genau heißen. Und schon sind wir oben. Okay, Bowser Jr., einmal hier nach oben. Zack. Und da vorne habe ich schon was glänzen sehen. Da muss die Katzeninsignie sein. Ja, da vorne ist sie. Schnappen wir sie uns, damit wir diese auch in unserer Tasche haben. Tada! Lass den Leuchtturm strahlen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Schaut euch das mal an. Wow. Klasse sieht das aus. Und es verschwindet auch ein bisschen von der Matschepampe. Klasse Sache. Doch was sollten wir jetzt tun? Da unten sehe ich irgendwas. Und, oh, schade. Hat leider nicht ganz funktioniert. Okay, aber ich glaube, wenn ich hier versuche, das... Es regnet wieder. Okay, was müssen wir jetzt tun, Bowser Jr.? Wir müssen jetzt unbedingt zur Katzenglocke, zur Gigaglocke. Kletterpartie zum Katzeninsignie. Okay, aber wo ist sie nochmal? Ich weiß es nicht. Schau dich um. Ich kann nicht. Ich bin so fasziniert davon, wie diese Stachelkugel einfach immer weiter wächst und daraus Wut-Bowser wird. Wow! Und hey, da ist sie ja.
und sie erstrahlt und leuchtet. Das ist also die sagenumwobene Katzenglocke. Wir müssen sie uns schnappen, bevor es zu spät ist. Ganz genau, schnell! Okay, okay, okay. Ich sehe sie leuchten. Ich muss schnell darüber. Oh, 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 oh. Er attackiert uns. Schnell, verstecken wir uns. Nein! Hui, das ging gerade noch mal gut. Eine Sekunde später und er hätte uns gebrutzelt und zu Grillgut verarbeitet. Strand-Giga-Glocke, hier sind wir richtig. Okay, dann schauen wir doch mal nach. Hey, Bowser, wir haben keine Angst vor dir. Denn jetzt geht's erst so richtig los. Wumm! Giga-Katzen-Mario! Wir sind bereit, gegen dich zu kämpfen. Okay, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Da kommt er schon angesprungen. Doch jetzt gibt's hier schön auf die 12, mein Freund. Wow! Oh nein, jetzt bin ich in einer Matschepampe gelandet. Genauso wie in Mario Maker 2. Vorsicht. Ich kenne seine Angriffe. Okay, seine Stampfangriffe sind mir tatsächlich neu. Aber wir sollten das trotzdem irgendwie hinbekommen. Na, komm her. Was hast du noch auf Lager? Spür meine Katzenpfoten. Wow. Ein mieser Angriff. Doch wie es scheint, lässt er nicht locker. Er kommt auf uns zu, er kommt auf uns zu. Nein. Okay, beenden wir das Spielchen. Bitteschön. Wow, da wird er weggeschleudert. Huh? Ich bin wieder hier. Wow, aber was ist mit Bowser Jr. und warum bin ich plötzlich wieder in Mario Maker? Haben wir etwa Bowser Fury geschafft? Haben wir Wut Bowser besiegen können? Okay, eines kann ich euch sagen. Ein Katzenoutfit möchte ich nicht mehr so schnell wiedersehen. Wow, schon wieder die Katzenglocke. Gleich wird Bowser's Fury auftauchen. Oh, Piranha-Pflanze, danke, dass du mich gebissen hast. Noch einmal soll mir dieser Albtraum nicht passieren. Meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zusehen dieser erfundenen Geschichte. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren. Schon seid ihr Teil unserer Katzen-Community. Bleibt katzastisch!